Toni Seiler, der beste Skiläufer der Welt. Jetzt kommt Toni Seiler, der dreifache Olympiasieger. Beachten Sie seine unglaublich schmale Skiführung. Toni Seiler, Gewinner von 3 olympischen Goldmedaillen und von 4 Weltmeistertiteln in Cortina d'Ampezzo. Toni Seiler, das bis heute größte österreichische Skiidol. 3 Goldmedaillen und 7 Weltmeistertitel machten den 1935 in Kitzbühel geborenen Skirennläufer zum Nationalhelden der Nachkriegsjahre. Weit über seinen Tod im Jahr 2009 hinaus stand er für Erfolg und große Leistungen im österreichischen Skisport. Seiler war eine Figur, die Fleiß, Anständigkeit, Anstrengung, Selbstüberwindung, Durchhaltevermögen, also alles Eigenschaften, die man im Sport braucht, verkörpert hat. Parallel dazu waren das aber auch Eigenschaften, die in dieser sich aufrappelnden Zweiten Republik ganz entscheidend gewesen sind. Dieses nahezu protestantische Arbeitsethos war für diesen Wiederaufbau ganz, ganz entscheidend. Ganz wichtig ist der Glaube, dass man mit eigener Leistung, mit eigener Anstrengung ein besseres Leben erreichen kann. Das hat Seiler unbewusst in die Fernsehkameras gestellt, auf eine Bühne gestellt, und deswegen ist er auch so wichtig gewesen, wichtiger als alle anderen Figuren in dieser Zeit. Im Jänner 2018 wird die Sportwelt von einem Skandal erschüttert. Posthum wird Toni Seiler der Vergewaltigung und Körperverletzung beschuldigt. Der Vorfall soll sich 1974 im polnischen Zakopane ereignet haben. Toni Seiler war damals als ÖSV-Trainer tätig. Später tauchte ein weiterer Missbrauchsvorwurf auf. Die Ereignisse von 1974 sind für den Sporthistoriker Rudolf Müllner nicht neu. Die Vorwürfe gegen Seiler waren bereits damals in österreichischen und internationalen Zeitungen Thema. Neu ist für den Sporthistoriker jedoch die umfangreiche Aktenlage, die 2018 zutage getreten ist. Es gibt diese einigen hundert Seiten Außenamtsakten. Die kann man quellenkritisch lesen. Ein Fixpunkt ist, dass nicht aus diesen Akten auch nicht alles nachweisbar ist. Es ist nicht eindeutig zu sagen, ob Toni Seiler hier diesen Vorwurf der Vergewaltigung begangen hat oder nicht. Den Vorwurf der Körperverletzung und so weiter, das kann man aus diesen Akten nicht ablesen, nicht einordnen. Es ergibt sich der Eindruck, wenn man diese Aktenläufe und diese Korrespondenzen sich durchsieht, dass es kein großes Interesse gegeben hat, diese Geschichte groß zu machen, diese Geschichte aufkochen zu lassen, sondern dass man eher schon versucht hat, Seiler hier gut aus der Geschichte herauszubringen. Und das ist ja letztlich dann auch gelungen. Es hat keine große mediale Aufmerksamkeit in der Zeit gegeben und es hat keinen Gerichtsprozess gegeben und keine Verurteilung. Die nach Seilers Tod aufgetauchten neuen Erkenntnisse zu seiner Vergangenheit sind mitzudenken, wenn man aus heutiger Sicht einen Blick zurückwirft auf das Leben und die Karriere des Ski-Idols Toni Seiler. Kitzbühel im Winter des Jahres 1935. Längst hat die Begeisterung um den Skisport auch die Hahnenkammstadt erfasst, als am 17. November Anton Engelbert Seiler als Sohn eines Spenglermeisters zur Welt kommt. Von meiner Geburt an 35, das waren ja irgendwo für mich ja die schönsten Jahre. Jahre, in denen ich so viel lernen konnte. Sei es der Krieg gewesen, sei es der Friede, den wir ja nicht kannten. Was war Friede für uns? Ja, da kriegt man dann Bananen. Ja, was sind Bananen? Ja, das ist, da kommt da von irgendwo her. Ja, sowas hat es ja nicht gegeben. Feigen und so Zeug. Und dann Besatzungsmacht. Und alles, die kleinsten Sachen, die waren so groß. Mit 1,5 Jahren werden ihm zu Hause erstmals die Bretteln angeschnallt. 10 Tage vor seinem 2. Geburtstag steht er damit schon auf dem Schnee. Als er 13 ist, schreibt eine Zeitung von einem neuen Stern am Skihimmel. Es wurde mir sicher sehr viel in die Wiege gelegt, außer die Ski und die Skischuhe.
Aber die kamen gleich danach, sobald ich die ersten Schritte machen konnte. Und Ski und Skischuhe standen ja bei uns genug im Haus herum. Und die habe ich natürlich gleich schon probiert. Ab 1946 findet sich sein Name in verschiedenen Siegerlisten. Unter anderem auch in jenen des Kitzbüheler Skispringens. Heute würde man von einem Multitalent sprechen. Ich habe sehr viel Sport getrieben. Alle möglichen Sportarten. Vor allen Dingen als Kind einer, der immer marschiert ist, einer, der immer gelaufen ist und voller Aktivität war. Der Toni war ein bisschen ein Sonntagskind. Er ist ja gewesen, ein Sonntagskind. Weil skifahrerisch war der Toni nicht besser wie der Anderl oder ich oder der Räderjosel. Letztens war er halt echt ein bisschen faul. Er ist schon ein guter Athlet gewesen, der Toni. Das war er schon. Beim Training hat er oft überhaupt keine Chance gehabt gegen ihn. Aber beim Rennen war er halt wieder vorne. So. Und später dann einer, der immer überlegt hat, gedacht hat, gegrübelt hat, warum, weshalb und so. Vorbild nicht eines, nein, drei Vorbilder, weil ich mir immer bewusst war, wenn ich den nachmachen will, wenn das mein Vorbild ist, dann kann ich nur Zweiter werden. Weil das, was der so gut kann, das kann ich dann nicht so gut können, wenn ich das bewundere. Also habe ich mir drei genommen, den Zeno Kolo, den Stein Eriksen und den Christian Prafter. Der eine für Kraft, der zweite Athletik und der dritte Natur, Freiheit. Und Seiler war in gewisser Weise auch ein Pionier des nicht skispezifischen Trainings. Also der hat erkannt, er war auch einer der Ersten, der sich aufgewärmt hat vor einem Slalom oder vor einem Abfahrtslauf Gymnastik gemacht hat. Viele seiner Konkurrenten haben das zunächst belächelt und dann, wie sie gesehen haben, dass er gewinnt, haben sie es imitiert. Skisport ist ein Sport, wo man sehr gut, bestens koordiniert sein muss. Und das heißt Koordination, viele Sportarten, verschiedene Sportarten. Ich habe Skispringen geliebt, ich habe Langlauf geliebt, ich habe Eislaufen geliebt, Eishockey geliebt, habe in der Fußballmannschaft gespielt. Ich kann mich erinnern, wie er gesagt hat zu mir, pass auf, jetzt gehen wir Eislaufen. Das ist nicht so schlecht, ne? Wo ich gar nicht aufdenkt hätte. Ne? Gehen wir Eislaufen, hat er gesagt. Weil, wenn du stoppen musst, das ist schon so ungefähr, wenn du einen Druck machst auf Ski. Nicht? Und der hat schon ein bisschen weiter denkt, schon mit anderen Sportarten. Und was viele nie gemacht haben, ich habe geturnt. Richtig Kunstturnen mit Dreck und Barren und alles, was dazugehört. Und da ging ich regelmäßig. Ob ich auswärts in der Schule war, ich habe den Turnverein schon gefunden und habe da geturnt. Und das gibt eine ungeheure, ein ungeheures Gefühl der Koordination, wenn man einfach Aufgaben, eine Übung am Reck oder am Barren zu lösen hat. Die 3,8 Kilometer lange Lauberhornstrecke zählt zu den schnellsten und schwersten Rennstrecken der Welt. Wer hier nicht bei jeder Bodenwelle elastisch mitfedert und nicht über ein enormes Stehvermögen verfügt, ist verloren. 100 Kilometer Geschwindigkeiten sind hier keine Seltenheit. Hier am Hundsschopf, der schwersten Stelle, gab es Stürze am laufenden Band. Ich war ein sehr ängstlicher Fahrer, aber ich habe Angst nicht als was Negatives empfunden, sondern immer als was Positives. Ein Signal, ein Mensch, der ein Hirn hat, muss Angst haben. Weil sonst nur einer, der daneben steht, der fürchtet sich vor nichts, weil er sich nicht ausmalen kann, was alles passieren kann. Mir war das klar, aber ich habe die Lösung gesucht, wie ich das meistern kann, ohne dass ich Gefahr laufe, dass ich irgendwo auf dem Baum drin bin. Die verwegenste und schnellste Fahrt über die vereiste Piste schaffte Toni Seiler Österreich. Tagesbestzeit 3:21,6, gefahren vom Abfahrtsieger Toni Seiler Österreich.
Wir sind noch vom Kitzbühel nach Wengen das erste Mal mit Toni Seiler. Ich glaube, das war 54 oder was, oder 55, wo der Toni das erste Mal dabei war. Und da haben wir raus Karten gespielt, der Toni, die im Zug. Wir sind immer nur mit Zug gefahren. Dann haben wir gesagt, jetzt spielen wir, wer das Hallauberhorn gewinnt. Natürlich, der Toni hat das Kartenspiel gewonnen und hat auch das Lauberhorn gewonnen. Jetzt kommt Toni Seiler, der dreifache Olympiasieger. Beachten Sie seine unglaublich schmale Skiführung. Auch er schießt auf diese tückische Bodenwelle zu, aber beim Seiler nicht. Da ist der Sprung, 10 Meter, und dann ist die Bestzeit auf der Welt. Er nimmt dem Schweizer ganze 2 Sekunden ab. 8 Österreicher unter den ersten 10 und Abfahrtsieger Toni Seiler. Das andere ist, dass ich von der Linie her schon eine extreme Linie fuhr. Extrem verglichen mit den anderen, die wesentlich direkter fuhren. Die, wie soll ich sagen, Tatsache ist, die Geschwindigkeit muss ich mir im Steilen holen, damit ich sie bei der Schrägfahrt oder im Flachen habe. Wenn ich einen Meter weiter oben starte, läuft der Ski einfach um ein paar Kilometer schneller. Das war irgendwo die Lösung des Rätsels. Das gilt heute genauso wie damals. Er war ein Athlet, wie es ihn selten gegeben hat. Er hat eines zusammengebracht. Er hat die Intelligenz, die Skiintelligenz, die nicht alle gehabt haben, hat er gepaart mit der Athletik und mit seinem technischen Können. Und das war der dreifache Olympiasieg. Toni Seiler ist der wohl erfolgreichste Teil des berühmten Wunderteams von Kitzbühel. Anderl Molterer und Ernst Hinterseer sind Freunde und Konkurrenten. Gemeinsam begründet man nicht nur den Ruhm von Österreich Skisport, man lernt auch mit den technischen und finanziellen Entwicklungen der 50er Jahre Schritt zu halten. Ja, dieses Material, das wir hatten, die Skibrille, die große Schneebrille, hat Christian Braff, der hat gesagt, er kommt geht auf die Zugspitze zum Training und da kommt er nach München und da kennt der Amerikaner und er wird mir so eine große Brille mitbringen. Ich schwör's, ich konnte ja wochenlang nicht mehr schlafen, weil ich diese Brille schon auf hatte, weil ich das war für mich so aufregend, diese Brille zu bekommen. Ja, und dann kam ich nach Frankreich 1952 mit den Skiern von meiner Schwester, die sie Weihnachten bekam, nie benutzt hat. Meine waren 15 cm kürzer und total zerfranst. Und dann bekam ich nach dem ersten Rennen 14 Paar Rossignol. Und beim Dynamik haben sie mich auch eingeladen, bekam ich noch mehr 14 Paar Dynamik. Ich habe gesagt, ich wollte mir Ski aussuchen, ein Paar. Habe ich gesagt, ja, einen, mit dem ich alles fahren kann. Der hat gesagt, ja, wir haben doch Abfahrtslauf, Slalom, Riesenslalom. So genau, ich brauche nur eins. Eins ist ja genug. Nein, dann haben sie gesagt, wir machen es aus. Er hat gesagt, das ist ein Riesenslalom-Ski. Aber der ist mehr für weiche Verhältnisse. Ich sage, der passt wunderbar. Nein, Sie brauchen doch einen fürs Eis. Und Sie brauchen einen, wenn es sehr steil geht und wendig. Da habe ich gesagt, ja bitte, dann nehme ich halt nur einen. Der Nummer 5 ist Toni Seiler aus Kitzbühel. Er fährt im zweiten Durchgang Tagesbestzeit und gewinnt damit in überlegenem Stil den Herrn Slalom. Dramatisch ging es beim Abfahrtslauf der Männer zu. 113 Teilnehmer aus 15 Nationen waren am Start. Es gab ein tolles Rennen. Die erste Sensation brachte der Amerikaner Werner Barth, der eine Bestzeit aufstellte, die nicht einmal von anderen Molterern erreicht wurde. In der sogenannten Mausefalle und dem Lärchenschuss erreichten die Fahrer Geschwindigkeiten von 100 Stundenkilometer. Im D-Zugstempo ging es also dem Ziele entgegen. Die gefährlichste Stelle war die Querfahrt im letzten Drittel der Strecke. Es gab Stürze am laufenden Band. Na, Sie werden es gleich sehen. Unsere letzte Hoffnung war Toni Seiler. Wird er es schaffen oder nicht? Das ist die Frage. Jawohl, mit tödlicher Sicherheit nimmt er die schwierigsten Stellen und stürzt sich wie ein Habicht in die Tiefe. Das ist Toni Seiler, der weltbeste Abfahrtsläufer. Hier auf der Strecke, da ist er schon im Zielschuss. Noch einmal durchgedrückt mit federnden Knien und nimmt die schwierigsten Stellen elegant. Überlegener Sieger im Abfahrtslaufen, also Toni Seiler, Österreich. Komm.
Cortina d'Ampezzo 1956, Olympische Winterspiele. Historisch nicht nur auf sportlicher Ebene. Europa steht inmitten einer Krise. Sowjetische Truppen werden in Ungarn einmarschieren. Eine Flüchtlingswelle überschwemmt das neutrale Österreich. Zuvor aber erlebt Cortina das erste olympische Auftreten der Sowjetunion und Deutschland stellt eine gemeinsame Mannschaft aus West und Ost. Ein Mann stellt bei den alpinen Bewerben alles in den Schatten. Der schwarze Blitz aus Kitz. Toni Seiler, 20 Jahre jung, fährt alles in Grund und Boden und gewinnt als erster Sportler alle alpinen Bewerbe. Den Slalom holt Seiler sich mit 4 Sekunden Vorsprung auf seinen großen japanischen Rivalen Igaya, der ihm Zeit seines Lebens Rosen streut. Es hat viele außergewöhnliche Skifahrer gegeben, zu meiner Zeit und auch nach uns, wie Herrn Killy und Herrn Stenmark. Meiner Meinung nach aber warst du, Toni, der Größte von allen, weil du eben in allen 3 Disziplinen gleich gut warst. Nicht nur im Slalom, du warst halt auch im Riesenslalom und in der Abfahrt exzellent. Ich meine, du warst der größte Skiläufer des Jahrhunderts. In my opinion, I think you were the best skier in the century. Auch im Riesenslalom ist Toni Seiler eine Klasse für sich. Er holt Gold mit sagenhaften 6,2 Sekunden Vorsprung auf den weißen Blitz aus Kitz Anderl Molterer, der sich hier in Cortina mit der Silbermedaille begnügen muss. Anderl Molterer steht im Schatten seines Freundes und bleibt auch dort. In der Abfahrt holt er noch Bronze, Gold aber bleibt ihm für immer versagt. Die Königsdisziplin der Abfahrtslauf wird ebenfalls eine Beute des blutjungen Tirolers. Sein Vorsprung auf den Silbermedaillengewinner Fellay aus der Schweiz. Dieses Mal nur 3,5 Sekunden. Toni Seiler ist über Nacht das Idol in Österreich. Seine Rückkehr aus Italien wird frenetisch gefeiert. Toni Seiler ist der Popstar des Sports und das mit 20 Jahren. Und 1956, das war dann unmittelbar nach dem Staatsvertrag, die Besatzungsmächte waren weg. Und wenn man hier bei Olympischen Spielen die ehemalige Besatzungsmacht Sowjetunion in der Medaillenstatistik hinter sich lässt, dann ist man natürlich auf der Landkarte der Nationen wieder vorhanden. Und deswegen waren diese Spiele natürlich ganz besonders. Darüber ist auch geschrieben worden in den Zeitungen, im Kurier und so weiter, dass Österreich es geschafft hat, hier die Sowjets zu besiegen. Ja. Toni Seiler reitet in seine Heimatstadt. Ein friedlicher Held der neuen Zeit. Seine Rückkehr von den Olympischen Spielen gestaltet sich triumphal. Festbeleuchtung, eingefrorene Trompeten bei 13 Grad unter Null. Jubelnde Menschenmassen. Und der Fackelzug der Roten Teufel. Das sind die berühmten Skilehrer aus Kitz. Die jüngste Nachwuchsläuferin der Stadt. Alles, was Rang und Namen hat, marschiert mit. Und auch der älteste Kitzbühler gratuliert dem Tonai, wie er ihn auf Tirolerisch nennt. Ist es nicht ein gutes Zeichen, dass wir sportliche Helden zum Gegenstand unserer Verehrung und Begeisterung machen? Nicht einem Feldherrn, nicht dem Mächtigen gelten die Hochrufe oder diese elterlichen Küsse. Nur Skiheil, ganz schlicht und einfach Skiheil.
für die gute, für die überragende sportliche Leistung. Ja, dieses Beispiel ist, finde ich, sehr interessant mit diesem Heilrufen. Denn der Sport war ein Terrain, auf dem man politisch unverdächtig Begeisterung zeigen konnte, auf dem man politisch unverdächtig Patriotismus feiern, darstellen, zelebrieren, leben konnte. Und trotzdem oder auch gerade deswegen war es natürlich auch politisch. Das heißt, indem ich in einer Zeitungsschlagzeile schreibe, wir haben in Cortina gesiegt, konstruiere ich natürlich eine gemeinsame Nation, eine Einheit. Aber das passiert nicht im Politteil, das passiert im unbedarften Sportteil. Aber die Wirkung, die emotionale Wirkung ist immens groß. Und das ist eine der spannenden Seiten, die der Sport kann. Das ist auch ein Aspekt, was den Sport so empfindlich macht für politische Vereinnahmung einerseits, aber auch gleichzeitig für tiefe emotionale Wirkung. Wie lebt so ein weltbester Sportler eigentlich? Wie du und ich. Auch beim Toni läutet am Morgen der Wecker. Und er steht genauso ungern auf wie wir alle. 6 Uhr und schlechtes Skiwetter. Oje. Beim Frühstück ist die Laune schon besser. Das sind sie, die Seilers, diese olympische Familie. Die Burm mit einem Hunger, der die Goldmedaille verdiente. Der Vater, Meister Seiler Senior, war einst selbst Rennläufer. Die Mutter und ihr Toni. Nach jedem Rennen macht sie ihm Wiener Schnitzel und Fruchtsalat, weil er so gerne isst. Ein anderes Beispiel wäre, dass in diesen Home Stories, die über diese Familie Seiler gemacht worden ist, die Familie auch immer wieder in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Die Familie war ein Sehnsuchtsmotiv dieser Wiederaufbaugeneration. Sehr viele Väter sind im Feld gefallen, sind in Gefangenschaft gewesen. Die Trennung, der Schmerz, der Tod, das waren Tabuthemen. Die intakte, die geschlossene, die funktionierende Familie war ein Sehnsuchtsmotiv, das sehr viele Leute sehr stark berührt hat. Und auch diese heile Familie Seiler, die in Wochenschauberichten vorgekommen ist, da ist auch die Mutter vorgekommen in ganz traditioneller Rolle. Die hat zu Hause gekocht, die hat sich um alles gekümmert, sie hat Angst gehabt und so weiter. Das waren ganz wichtige Geschichten, selbstverständlich. In Geschäft und Werkstatt freilich gibt es in diesen Tagen so manche Störungen. Streckenrekorde und Glasplatten. Mit beiden ist Toni gleich vertraut. Und was glauben Sie, wollen die Burm? Tonis Olympiamedaillen anschauen. Diese närrischen Lausburm geben keine Ruhe. Lauter Verrückte, meint der Meister. Der große Augenblick für die Kitzbühler ABC-Schützen ist da. 3 olympische Goldmedaillen. Die wollen Sie auch einmal erringen. Mein Ziel war, eine Goldmedaille zu gewinnen. Das war mein Ziel. Und Skilaufen war kein Beruf. Ich hätte davon schon leben können. Aber für mich war das kein... Das war das Ziel habe ich erreicht. Wenn ich in Cortina nur eine gewonnen hätte, hätte ich es nach Cortina gelassen. Weil ich mein Ziel erreicht habe. So waren es 3. Und diese 3 waren schuld daran. Als ich gesagt habe, es möchte keiner auf die Idee kommen. Seiler hat Glück gehabt. Denn für mich, ich muss sagen, als Denker, das war, ich kannte meinen Körper so genau. Ich wusste so genau, wenn ich was gemacht habe, wie viel Pause ich machen muss, damit ich wieder fit bin, damit ich wieder trainieren kann und wie viel Pause ich machen muss, damit ich wieder ganz oben bin. Ich bin vor dem Rennen nie vor 12 Uhr nach Hause gegangen, vor dem großen Rennen. Da habe ich gesagt, was soll ich schlafen? Wenn ich trainiert habe, war um 8 Uhr abends mit mir nichts mehr anzufangen, lag ich schon im Bett und habe geschlafen und der Wecker geklingelt um 4:45 und um 5:45 bin ich tagtäglich im Sprintintervall auf den Hahnenkamm rauf. Der Toni hat mir immer erzählt, ich bin um 5:30 aufgestanden, weil er war ja Spengler und ab 8 Uhr ist er schon auf die Dächer herumgesessen. Also ist er um 5:30 rennen gegangen und hat so Sprintläufe nach oben gemacht, auf der Streif. Aber da wusste jeder vom anderen, der Molterer hat gewusst, der Toni ist dort und der,
der ist da und dort. Da hat man ganz geheim trainiert, nicht nur um den anderen zu zeigen, wo man trainiert, wie man trainiert, sondern auch, wenn man Angst gehabt hat, bei dem Olympischen Komitee als Profi behandelt zu werden, dass man wegen 7 Abfahrten im Sommer trainieren muss, hat zu dem Zeitpunkt keiner gewusst. Toni Sailer trägt sich nach seinen Olympiatriumphen tatsächlich mit Rücktrittsgedanken und das am Höhepunkt seiner Karriere. Der 20-jährige Kitzbühler ist ein Skiartist, der mit seinem Lauf eine Perfektion seines unglaublichen Könnens gibt. In unwahrscheinlichem Tempo rast er über die holprige Rennstrecke. Er schwebt förmlich mühelos über alle gefährlichen Hindernisse, über Eisplatten, Bodenwellen und Schwungrippen. Als in der Ferne Stimme laut werden, die 3 Goldmedaillen von Cortina wären auch mit Glück behaftet, entscheidet er sich, seine Karriere fortzusetzen, um es den Neidern bei der Weltmeisterschaft 1958 in Bad Gastein zu zeigen. Im Slalom geht das Vorhaben, WM-Gold zu holen, schief. Josel Rieder, der Mannschaftskollege, wird Torlauf-Weltmeister. Toni Sailer bleibt nur der unbedankte 2. Platz. Es war eigentlich wahnsinnig schwer für mich, weil ich ja zu viel trainiert hatte vorher. Ich hatte Probleme, so wie ein Tausendfüßler, der so plötzlich zu denken anfängt, welches Bein er nach vorne geben soll. Und ich habe dann selbst entschlossen und entschieden, nicht mehr Ski zu laufen. Und bin also die ganze Zeit, die ganzen Tage nicht mehr Ski gefahren, keinen Schwung mehr. Und habe dann nur am Tag vor dem Rennen noch ein paar Schwünge gemacht und bin ein paar Tore gefahren und habe gesehen, es geht wieder. Und es hat mir gereicht. Toni Sailer spürt nach seiner Niederlage erstmals das Schwarze in der österreichischen Seele. Diese Medaille hat mir gezeigt, dass ein Toni Sailer nicht Zweiter werden darf. Das ist absolut uninteressant. Kein Autogrammwunsch. Freier Durchgang. Fragen des Journalisten, was war los, ohne mich überhaupt anzuschauen oder auf eine Antwort zu warten. Das sind die anderen Punkte. Ein zweiter Platz als brutale Niederlage eigentlich. Für mich ein Riesenerfolg, ja. Aber eigentlich eine Niederlage, eine sehr große Niederlage. Toni Sailer bleibt dabei ein Gigant seines Faches. Er widerlegt alle seine Kritiker und vor allem jene, die ihn so schnell fallen gelassen haben. Er holt sich doch noch seine Goldmedaillen. In der Abfahrt vor dem Schweizer Roger Staub, im Riesentorlauf vor Josel Rieder, der im Slalom Gold weggeschnappt hatte, und auch noch in der Kombination. Nach der WM von Bad Gastein beendet Sailer vorzeitig die Saison. Und im Sommer erklärt er mit 23 Jahren seinen Rücktritt vom Skisport. Toni Sailer wechselt das Metier. Der Feschak aus Kitz wird Schauspieler und Sänger. Toni! Grandiose Zeit! Man müsste Scheich in Persien sein, oh, oh, oh. Ein Pascha mit 12 Mägdelein, oh,
an jedem Finger einen Schatz. Oh, au, und dazu zwei noch als Ersatz. Oh, Sie waren damals, wir haben es im Film gesehen, obwohl wir erst am Beginn eigentlich des Medienzeitalters gestanden sind damals, unglaublich populär und wurden dann nach dem sehr frühen Ende Ihrer Karriere als Skiläufer Sänger und Filmschauspieler. Was hat Sie eigentlich dazu befähigt? Naja, was hat mich dazu geführt? Ich meine, Sänger in dem Sinn würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe Filme gespielt, oder in Filmen mitgewirkt, da war ich 12 Jahre, da war ich 13 Jahre, da war ich 14 Jahre, als Tiroler Kind mit Herz gezeigt. Ein netter Bub mit einem Hirtl auf und Lederhosen vielleicht an. Ja, und das war, ja, da haben sie mich immer wieder genommen. Ich habe Theater gespielt, hat mir Spaß gemacht, aber auch nicht gerade allen Spaß. Und dann bekam ich nach dem ersten Sieg international jetzt im Ausland, auf der Zugspitze bekam ich dann schon einige Schreiben von Regisseuren, dass sie also gerne mehr Probeaufnahmen machen würden. Und das hat mich aber zu dem Zeitpunkt nicht berührt und nicht belastet, weil ich wollte ja eine Goldmedaille gewinnen. Ja, und danach habe ich dann eine gewonnen, um es kurz zu machen. Dann habe ich einmal zugesagt für Probeaufnahmen für die Geierwalle. Und da war ich ungefähr 3 Stunden bei diesen Aufnahmen, bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, wenn jemand vom Film anruft, ganz egal wer, sagt sie, Toni Sailer fährt Skirennen und hat für Film keine Zeit. Basta. Erst ein Jahr später kam dann Bavaria, sich dann vorstellig gemacht, ja, sie würden gerne Probeaufnahmen machen mit Rudolf Jürger, das Regisseur, und so weiter, mit erfahrenen Schauspielern. Gustav Knuth zum Beispiel, der mich also da begleiten soll, mir helfen soll, mir beistehen soll. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Unter dieser Form hat das für mich Hand und Fuß. Und dann habe ich 5 Filme gedreht und habe gesagt, so, jetzt entweder ich lerne das oder ich tue was um es oder ich lasse es. Er hat auf jeden Fall das Medium Film dann für sich genutzt. Er hat sicher ganz bewusst diesen Schritt in diese Filmbranche gemacht und ins Theater spielen. Und warum er das wirklich dann getan hat, um seine Popularität war, kaum mehr zu steigern. Aber das war natürlich auch ein Zukunftsversprechen. Das war ein Medium, Film, Fernsehen, das extrem modern, extrem zukunftsweisend war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Motiv für ihn gewesen ist, dass das ein Schritt in die Zukunft gewesen ist. Also die Leute sind böse. Eine reine Sportkameradschaft. Ah, und diese rothaarige Belgierin in der Vorsaison und in der Nacht so die Hamburger Reederstochter, vor 2 Jahren die Französin mit den grünen Augen. Das waren alles Sportkameradschaften, wie? Du sollst meine erste Liebe sein, du allein, du allein. Nun ist meine Welt voll Sonnenschein, nur durch dich, dich allein. Auch in seiner zweiten Karriere wird Toni Sailer innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling. Seine Filme sind ständig ausverkauft und Sailer muss sich beim Autogramme geben die Finger wund schreiben. Michael, Liebesgeschichten. Jetzt, wo du Rennen fahren sollst, wo du endlich rauskommen kannst aus deinem Dorf, wo du eine Karriere vor dir hast, da gibt es keine Liebe. Da pfeift ein richtiges Mannsbild auf die Liebe. Er war der Liebling der Frauen. Und Action wurde in seinen Filmen schon ein Vierteljahrhundert vor Arnold Schwarzenegger großgeschrieben. Thank you.
Ein weiteres Märchen ist seine unglaubliche Popularität in Japan, wo er bei einer Straßenbefragung als populärster Österreicher nach Mozart genannt wurde. Am Fujiyama blüht kein Edelweiß, du schöne Geisha, lebe wohl. Am Fujiyama blüht kein Edelweiß, drum fahr ich lieber nach Tirol. Als ich in Japan zur Kirschblüte war, ja, das war schön, ja, das war schön. Gleich sprach ein Mädchen, oh, bleib doch ein Jahr. Da musste ich ihr gestehen. Seiler-Filme stehen in Japan heute noch auf der Hitliste. Er ist für Österreichs Industrie auch in den 90er Jahren der beste Botschafter. Ja, sogar ein ganzes Skigebiet ist nach ihm benannt, das Seiler-Valley. Am Fujiyama blüht kein Edelweiß, drum fahr ich lieber nach Tirol. Kennst du das Lied nicht? Größte Hit überhaupt. Auf der Bühne in Luzern unternimmt er einen Ausflug ins klassische Fach. Arthur Millers Tod des Handlungsreisenden. Du musst dich jetzt entscheiden, mein Junge. Entweder er ist dein Vater und du behandelst ihn mit dem schuldigen Respekt, oder du kommst nicht mehr her. Ich weiß, es ist nicht leicht mit ihm, aber... Herrgott, was ist bloß los mit dir? Nicht! Nein. Lass ihn in Frieden! Nein, nimm ihn doch nicht dauernd in Schutz. Er hat dich immer wie ein Stück Dreck behandelt. Nie hat er den Funken Respekt vor dir gehabt. Er hat immer Respekt gehabt. Zum Kuckuck nochmal, was weißt du denn davon? Verrückt ist er jedenfalls nicht! Charakterlos ist er! Charlie würde sowas nicht tun. Jedenfalls nicht im eigenen Haus sich dauernd die Seele aus dem Leibe kotzen. Dann der Sprung zur Löwinger Bühne. Und in diverse Fernsehserien. Entschuldigt, wenn ich euch störe. Hey, schau mal, wer kommt denn da daher? Ist das nicht der Toni? Sicher, das ist der Toni. Der fährt ja super. Das kann nur der Toni sein. Dass man mit dem Ötter noch so auf die Ski steht. Ja, unglaublich. Ja, jetzt hätt's ihn bald hingehauen. Ja, holla, ja, holla. Für einen einen zahlt der Ruhm, für einen anderen das Geld. Für mich ist das Skifahren das Schönste auf der Welt. Ja, Hollaria, Hollario, Hollaria, was sagst denn du? Hollaria, Hollario, Hollaria, was sagst denn du? Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Denn gute Laune ist mehr wert als Geld. Heute liegt was, was Schönes für mich in der Luft. Trotz der Berufung auf die Bretter, die die Welt bedeuten, verliert Toni Seiler nie den Blick für die Bretteln dieser Welt. 4 Jahre lang ist er ÖSV-Cheftrainer, als Präsident des Kitzbüheler Skiclubs und vor allem als Mitglied des FIS-Alpin-Komitees kämpft der Veteran aus der Vergangenheit für einen modernen Skisport. Wenn Geld die Motivation wäre, dann würden die viel schlechter Skifahren. Weil das funktioniert nicht. Wichtig ist, dass ich den Sport, den ich betreibe, liebe. Dass das Training jetzt nicht so ist, als wenn der eine Arbeit machen muss, die er hasst, sondern das ist ein Teil der Vorbereitung, die mir dann alles zurückgibt. Diese Schweißperlen und alles, was damit zusammenhängt, diese niemand Schmerzen, sieht und niemand kennt. Die kennt man nicht, aber die bekommt man dann. Wenn er dann den Zielschuss so wie fort und er hat nichts und er spürt nichts und er kann alles machen, das ist dann das Ding. Das sieht man nicht. Das Material sieht man, die Schuhe sieht man, die Bekleidung sieht man.
den Helm. Aber was da ist, das sieht man nicht. Er bleibt begehrt, er bleibt umschwärmt. Und Toni Seiler weiß, dass es auch Annehmlichkeiten abseits des Finanziellen gibt. Mit heutigen Maßstäben gemessen waren Sie damals ein Superstar. Waren Sie ein Frauenheld? Das ist natürlich, es wäre traurig, wenn da sich nichts abgespielt hätte, sagen wir mal so. Nicht, aber das waren so viele schöne, hübsche, gescheitere und weniger gescheitere dabei. Das war, ich möchte die Zeit nicht missen. Herr Seiler ist ja das in seiner Mediendarstellung eine, bis zu diesem Wiederaufkochen dieser Vorfälle von Zakopane 1974 eine durchgängig positive Figur gewesen. Es hat keine Schattenseiten auf Seiler gegeben. Es ist eine Facette dazugekommen und die muss integriert werden, denke ich. Und man muss halt unterscheiden und differenzieren. Das ist nicht leicht und nicht angenehm. Aber wenn jemand eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit hat, spitzenmäßig Ski zu laufen, wie kein anderer Mensch noch bis dorthin, dann ist das bewundernswert. Das heißt aber nicht, dass ich die gesamte Person als Ganzes total, permanent, immer, ewig bewundern muss. 1976 wird er endgültig zum Familienmenschen. Das große Glück hält ein knappes Vierteljahrhundert. Im Jahr 2000 stirbt Toni Seilers erste Ehefrau. Meine Tatsache ist einmal, dass es zuerst einmal für die Frau von meiner liebe Gabi und Florians Mutter eine Erlösung war, dass ich eine Hilfe hatte durch Frau Fischer, dass diese meine Frau jeden Tag glücklich und lächelnd, wenn sie gehen konnte, zum Frühstück kam, bis zum Ende. Und umso trauriger war natürlich der Tod, aber trotzdem muss man es als Erlösung sehen für die Gabi. Aber ich kann ja sagen, dadurch kann natürlich nichts mehr gleich werden. Es war herrlich, es war wunderschön und wir waren glücklich und zufrieden. Die zweite Ehe sollte gerade 3 Jahre dauern. Zum ständigen Begleiter seines Lebens werden die ihm verliehenen Auszeichnungen. Die vielleicht wertvollste erhält er 1999. Jene zu Österreichs Sportler des Jahrhunderts. Mein Wunsch wäre schon mal wieder ganz hinauf auf den Kaiser. Mein Wunsch wäre schon einmal auf den wilden Kaiser. Auf den wilden Kaiser, ja. Ganz rauf auf die Gipfel, wo ich so oft oben war. Dann wäre schon einmal toll, was mich ungeheuer fasziniert. Himalaya, Everest, Nanga Parbat, Dalagiri etc. etc. Ich meine nur diese Kolosse in Natura zu sehen. Ich war schon sehr nahe, bin mit dem Flugzeug schon auf gleicher Höhe mit Propellermaschine vorbeigeflogen beim Everest, nicht? Und hat mich ungeheuer fasziniert. Und lese auch alles. Aber das wird man schon. Zum Tun hätte ich vieles. In den Abendstunden des 24. August 2009 stirbt Toni Seiler, Österreichs Jahrhundertsportler im Alter von 73 Jahren, an den Folgen einer Krebserkrankung. Für mich war es der Größte, der Beste und der Stärkste bis zum bitteren Ende. Servus, Toni. Ja.
bedanke mich sehr herzlich dafür. Ich meine, ich bin zufrieden und möchte mich nie beklagen. Das alles zu erleben oder erleben, dass man das erleben konnte, ich meine, das ist allein ein Geschenk, für das man nur dankbar sein kann.